Im Herzen Tirols, über der Altstadt Kitzbühels, erhebt sich als baulich eindrucksvoller Akzent ein Vorzeigeprojekt der Pharmed Österreich, das Rehabilitationszentrum Kitzbühel. Unter architektonisch-ästhetischem Aspekt betrachtet, wirkt das Kitzbüheler Reha-Ensemble wie mit der Umgebung verwachsen. Von Anfang an hatte sich die Pharmed Österreich dem Auftrag verschrieben, zur mittelalterlichen Stadt und Weltstadt des Sports Kitzbühel einen Gleichklang herzustellen, in Harmonie zu einer großartig schönen Landschaft. Ein Gleichklang, eine Harmonie, die dem genesenen Gast über die umfassende Versorgung als entscheidendes Element zugutekommt. Mens sana in corpore sano. Ein gesunder Geist wohne in einem gesunden Körper. Pharmed hat diesen Leitgedanken freilich nicht erfunden, aber mit der Etablierung eines Rehabilitationszentrums, ausgerechnet am Standort Kitzbühel, ist dieser Gedanke optimal umgesetzt. Ganz in diesem Sinne findet sich der Genesende als Gast des Hauses wieder und so kann der Begriff Pflege gut und gerne durch die Formel heilsame Gastlichkeit abgelöst werden. Im Prinzip ist ja die Rehabilitation ein Teamprozess. Das heißt, der Patient ist genauso Teil des Teams, arbeitet da genauso mit und der Arzt ist mehr oder weniger der Manager, der sozusagen diesen ganzen Prozess überwacht und betreut und manchmal eingreifen muss, um Veränderungen zu erzielen, wenn jetzt zum Beispiel die Therapie irgendwo stockt oder wenn es nicht weitergeht. Schwerpunkt ist ganz klar der Bewegungsapparat, sprich orthopädische Erkrankungen, das heißt nach Gelenksersatz. Der Hauptanteil sind sicher Patienten mit Knie- und Hüftprothesen. Gleich dahinter sicherlich die Wirbelsäulenoperationen oder nach anderen Erkrankungen der Wirbelsäule, abnutzungsbedingten Erkrankungen des Bewegungsapparates, also Arthrosen, Schmerzerkrankungen. Wir sind natürlich angewiesen auf unsere Zuweiser. In Tirol arbeiten wir mit den ganzen Bezirkskrankenhäusern und Landeskrankenhäusern zusammen, der Universitätsklinik in Innsbruck, und bekommen hier den Hauptteil der operierten Patienten her. Und natürlich können auch die niedergelassenen Hausärzte Patienten genauso auf Rehabilitation schicken. Ziel ist es, den Patienten nicht mobiler zu bekommen. Er soll besser wieder in seine Arbeitswelt oder in seinen Alltag entlassen werden können. Er soll sich wohlfühlen bei uns, er soll stolz sein auf sich. Er soll seine Therapie mit unserer Unterstützung in der Pflege, in der Mobilisation, physisch und psychische Pflege einfach besser handeln können und sich wohlfühlen und mit seinen Therapiezielen zufrieden sein. Das ist das Ziel, sich selbst zu unterstützen und sich selbst zu motivieren und sich selbst zu betreuen. Guten Morgen, Frau Schipfinger. Guten Morgen, Petra. Danke, es geht mir sehr gut. Haben Sie gut geschlafen, die letzte Nacht? Ich habe gut geschlafen. Ja. Ihr habt sehr, sehr gut. Jemand, der den Grundgedanken der heilsamen Gastlichkeit aus fachlich-professioneller Sicht kommentiert, ist Rosi, die singende Wirtin von der Sonnenbergstuben oberhalb Kitzbühels. Ich bin in der Reha, ich bin also knieoperiert worden. Ich habe also ein neues Knie bekommen und schon vor 2 Jahren eins. Und da bin ich nicht Reha gegangen, weil es ja leider das Reha noch nicht gegeben hat. Und habe sehr, sehr lang gelitten darunter. Weil man macht das zu Hause doch nicht so, wie es eigentlich gehört. Und ich sehe also den Unterschied ganz genau. Und jetzt hat es das Reha gegeben. Jetzt habe ich gesagt, gleich nach der Operation gehe ich daher, hat man mir auch empfohlen. Und ich muss sagen, ich bin also wirklich ganz, ganz überrascht. Und man kann sagen, also es ist rundum einfach alles sehr gut. Ich kann jedem nur empfehlen. Ein bisschen macht wahrscheinlich die Kitzbüheler Luft auch noch aus zur Genesung.
Die Würde vor einem Patienten oder vor einem Menschen an sich ist immer das Wichtigste. Die Würde und die Eigenständigkeit und die Selbstbestimmung. Und wir unterstützen unsere Patienten in dem, dass er seine Würde behalten kann und mit seiner Einschränkung deutlich eine bessere Lebensqualität erreichen kann. Und durch unsere Motivation und durch unsere Energie bekommt der Patient natürlich höhere Motivation von uns schon mit. Und dann ist der Erfolg natürlich ein wesentlich besserer. Es ist das Operieren, das Wiederherstellen ist der erste Schritt und der zweite Schritt ist das Ganze wieder funktionsfähig machen. Und da hat natürlich das Reha-Zentrum, wie es jetzt in Kitzbühel steht, eine tragende Funktion. Die Orthopädie in St. Johann macht jährlich ca. 1000 bis 1100 Kunstgelenke und ca. 60% von diesen Patienten gehen anschließend für 3 Wochen auf eine Rehabilitation. Das ist sicher ein großer Vorteil, dass er auch auf der Reha von uns mitbetreut werden kann, sozusagen, dass der Chirurg ihn operiert und dann in der Nachbehandlung auch noch von ihm betreut wird. Kurze Wege für Diagnose und Therapie ist unser Motto und hier fügt sich das Reha-Zentrum perfekt ein. Das FAME-Prinzip, alles für den Patienten beim Wort genommen, bedeutet neben der Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit berufsaktiver Menschen auch, dass sich der ältere Mensch in der Reha Kitzbühel in Bezug auf die Wiederherstellung seiner Aktivität und Wiedererlangung eines guten Lebensgefühls sicher sein kann. Bleibt als Fazit festzustellen, eine Gesellschaft an sich ist verpflichtet, ihren sozialen Auftrag am Bürger zu erfüllen. Die Reha Kitzbühel ist an der Umsetzung dieses Auftrags im Versorgungssystem maßgeblich beteiligt. Ja, sie geht noch einen Schritt weiter. Sie gibt dem Genesenden zum Abschied ein Gastgeschenk mit auf die Heimreise, nämlich Zuversicht, neue Lebensqualität und jenes ganz besondere Gefühl, das man wohl selten anderswo findet als in Kitzbühel.